Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Lego Star Wars Episode 7, das Erwachen der Macht neben Mr. Drachenbusch, ne? Neben mir ist der Len 16, das passt natürlich wunderbar zum 16. Part. Und wir grüßen heute nämlich den Benedikt und den Len, also L-E-N geschrieben. Und dann auch den Lukas und den Leo. Das ist heute echt passend. Du weißt, was du tun musst, oder ja. Soll ich dir irgendwie nochmal helfen? Ja, ich hab's. Du hast es? Okay. Ich hab's. Wunderbar, dann können wir ja endlich zur Starkiller Base fliegen. Ja, damit Kylo Ren bekriegen. Der Energiepegel sieht gut aus. Gib die Koordinaten in den Navigationscomputer ein. Wie wär's mit einem sonnigen Plätzchen, hä? Oh, wäre gut. Auf nach Tatooine. Ha. Weil der eine in die Kommentare auch immer einen Reim reinschreibt unter jeder Folge, das finde ich ziemlich cool. Okay. Ein Reim? Ein Reim, ja. Immer ein kleines Gedicht zu dem, was wir in der Folge gemacht haben. Das finde ich immer ziemlich cool. Was tust du schon wieder? Sachen in die Luft, ja? Ich kann die Mission starten. Mach das doch. Ich kann hier nur dir hinterherlaufen. Da ist die Starkiller Base. Sieht irgendwie so ein bisschen gelblich aus. Kapitel 8 Starkiller. Sabotieren. Sabotieren, ja, dann sabotieren wir mal. Spielen. Betonung auf dem Len natürlich. Ja, natürlich. So sieht dann Episode 8 aus. Ja, da steht dann auch Kapitel 8. Starkiller sabotieren. Nee, nicht den Starkiller, sondern die Starkiller Base. Aber das hätte nicht mehr hingepasst wahrscheinlich. Ja. Das nächste Angriffsziel des Starkillers ist die Basis des Widerstands. Okay. Ein verzweifelter Plan wird in Bewegung gesetzt. Die kolossale Superwaffe soll zerstört werden. Und der Starkiller, da denke ich halt immer noch mal an Gen Merrick. Deswegen bin ich da immer noch so ein bisschen irritiert. Ja, vielleicht will er ja den Widerstand zerstören. Vielleicht ist er am Leben als Klon. Ja, vielleicht ist er auch wieder böse geworden. Wir wissen es nicht, auf jeden Fall, Len darf weiterlesen. Genau, denn die Schilde, die den Planeten umgeben, erscheinen undurchdringlich und so führen Han Solo, Finn und Chewbacca den Angriff im Geheimen mit einem waghalsigen Manöver an. Was? Zweite Stimme? Ja, ist okay. Verwirrt dich das etwa? Ja, das hatte mich in gewisser Weise ein bisschen irritiert. Sorry. Ist okay. Ist ja, ich habe eine ziemlich hohe zweite Stimme gemacht. Nicht die tiefe, so. Okay, hab verstanden. Alles gut, Len, alles gut, Len. Okay, das kam unerwartet, der Schnitt. Wie kommen wir da rein? Ihre Schilde rekalibrieren sich in so kurzen Intervallen, dass kein Schiff unter Lichtgeschwindigkeit durchkommt. Wir machen unseren Landeanflug mit Lichtgeschwindigkeit? Gut, Chewie, mach dich bereit. Zieh er schon hoch! Ja, so landet man. Die Szene gab's im Trailer schon. 4. Das ist schön. Der Arm ragt nur noch hervor. Was denn? Mir wäre kalt. Ist es wahr, dir ist kalt? Der Abwassertunnel liegt hinter dieser Anhöhe. So kommen wir rein. Oh, die sehen irgendwie nicht ganz so freundlich aus. Das sind weiterentwickelte Aufklärungsdroiden des Imperiums. So sehen die aus. Aber sie reden genauso wie die alten. Das wird sich nicht mit einem neuen Anstrich beheben lassen. 8 Droiden. 5. Ah, okay. Blaster oder etwa nicht. 5 müssen wir erledigen von denen. Kann ich da oben nicht ziehen? Ah doch, ich kann das ziehen. Na, ich muss genau an die eine Position kommen, wo ich ziehen kann. Was zur Hölle? Irgendwas müssen wir hier doch verwenden. Musst du wahrscheinlich dieses Schneedinger platt machen, oder? Wir reparieren ihn später, Chewie. Denke ich mal. Finn, kannst du das durchtrennen? Hast du auch 1 von 5 oder sowas bekommen? Nee. Da ist ein Minikit. Da ist ein Minikit einfach drin. Hast du das da raus? Ja, das habe ich da gerade rausgegeben. Weißt du, was du bauen sollst? Gehoppt. Gehoppt. Irgendwo hinten ist noch ein... Hoppt. Roter Stein. Du drauf springen, oder soll ich? Och, ich spring auch mal drauf. Muss ja auch nochmal ausprobieren, was der Len hier Tolles rausgeschaffen hat. Er meinte das andere. Ich bin erstmal in der Etage. Das ist so toll. Noch tiefer gesprungen. Len ist nicht begeistert von meinen Sprungkünsten. Hast du noch Sprengstoff?
Chewie hat immer Sprengstoff. Na, dann her damit. Sollst du bekommen, sollst du bekommen. 47 ist dort entlang. Hinter diesem riesigen Feld. Oh. Ich stand da gerade ganz schlecht. Erinnert mich schon wieder so ein bisschen an den Pass von Karadras. Da sah es auch so ähnlich aus. An was? Pass von Karadras, Herr der Ringe. Okay. Da, wo es schneit. Aha. Wo Saruman sieht. Nicht nach unten sehen. Nie nach unten sehen und die Kamera dreht sich genauso, dass man nach unten sehen muss. Das ist gemein. Yep. Eine Gemeinheit später. Wir müssen dorthin auf. Chewie ist wieder draufgesprungen. So, da oben ist auch schon Nummer... Der Dings da, wo der Stein ist da oben irgendwo. Das kann so gut sein. Hier geht's nicht mehr weiter, oder? Nee. Kannst du es ja gern probieren. Ich glaube, irgendwie habe ich nicht das Bedürfnis, es zu probieren. Nachdem ich schon mit dem anderen Ding vorhin runtergesprungen bin. Was nicht meine beste Aktion war, muss ich leider gestehen. Ach komm. Da oben ist auch noch irgendwas. Was denn, Chewie? Funktioniert doch alles. Vielleicht wartest du mit dem Gebrüll, bis wir die Lawinenzone verlassen haben, ne? Festhalten. Nicht runterfallen. Ja, bei mir passiert das halt nicht. Ich hoffe, dein Blaster ist geladen. Ich bin halt gut. Denk daran, ihr braucht nicht zu warten, bis sie schießen. Da oben ist der rote Stein irgendwo. 4 von 5. Hi. Ich weiß nicht, wie wir an den roten Stein kommen, glaube ich. Tu das. Hä? Was bringt der Schneemann? Okay. Ja. Bringt das, was ich dachte, dass er bringt. Oh, man kann nicht schießen. Das ist schade. Also man kann nicht schießen, während man da dran hängt, meine ich. Kommen wir hier raus? Nein, aber den roten Stein haben wir. Sehr schön. Yeah. Kommen wir nicht noch da irgendwo hinter? Nein. Auch recht. Okay, was haben wir jetzt gehört? Gibt es überhaupt noch Charaktere, die hier richtig hoch springen können hier in dem Spiel? Ich glaube, die haben sie abgeschafft. Na komm doch durch den Zaun, wenn du dich traust, du Trottel. Du Trottel. Na, das werden wir ja gleich sehen. Sehen wir doch mal, wer... Wo willst du hin? Haben wir irgendwie einen Kleinen dabei? Ne, BB-8 ist gerade... Haben wir BB-8? Ne, der kann ja nicht darüber kommen. Das wäre unlogisch. Und... Sesam, öffne dich! Wow, wow, wow! Oder eher... Weiß ich nicht. Schnee, öffne du dich. Du musst da hoch. Vanilleeis, öffne dich. Wenn schon was Essbares sein muss. Achso, der lässt sich einfach hängen. Einfach X drücken. Und jetzt einfach Kreis. Na, da bauen. Drüben ist noch was. Aha. Aha. Okay, nichts, wo ich hinkomme. Aha. Das, ich wollte nur sehen, es hätte ja sein können, dass ich da hinkomme. Muss ja mit allem rechnen in den Lego-Spielen. Ja. Bekanntermaßen. Deswegen vorsichtshalber nochmal geschaut. Jetzt müsste ich nur noch schauen, dass ich darüber irgendwie reinkomme oder so. Harpune! Ja. Jetzt werden sie gleich ganz ruhig da drüben. Für den König! Vor allem, wie er die Zunge rausgestreckt hat. Au! Dieser Trottel vom Widerstand hat einen Weg hinüber gefunden! Ja, das staunt ihr, gell? Hättet ihr nicht mitgerechnet. So viel hättet ihr mir zutrauen müssen. Unterschätzt. Mach den mal kaputt. Unterschätzt. Ist auch schön, er kann sich da dritte fest dran und einfach das Ding reinstecken und sich drin festhalten. Ja. Er rutscht nicht von alleine runter, er rutscht nur runter, wenn er es will. Das ist Machtkraft. Danke. Für diese Erklärung. Ja. Huch. Ach, Ivo. Ich glaube, es ist eine Falle, Len. Ich glaube, es ist eine Falle, wenn man hier runter... Nein! Ich sag doch, es ist eine Falle. Ich wollte dich schubsen. Ich dachte, ich bin nicht so weit nach vorne gegangen. Nein. Aber hier ist noch irgendwas. Irgendwas hat sich... das war der Schildgenerator. Ah, da unten kommt man dann raus, wenn man durch, durch das Ding da durchgeht. Oh, hier ist übrigens das letzte. Der einzige Weg nach oben. Oder war es schon? Der letzte von den Druiden. Wir haben das zweite Minikit. Ich hab. Ich hab grad einen Christbaum aufgebaut und dachte, dafür bekommen. Nee, das war nicht für den Christbaum. Ach, 5, ja, klar. Warum wurde es aber dann auf meinem Bildschirm angezeigt? Warum ist Chewbacca nicht mit rübergegangen? Das weiß ich nicht. Das, glaube ich, wird immer links. Nee, war auf deinem Bildschirm angezeigt, echt? Ja. Wollen wir hier noch irgendwas zusammenbauen? Nein. Warte mal kurz, bevor du irgendwas aufmachst, damit ich das hier mit Chewbacca noch in die Luft jagen kann. Ich bin auf dem Weg. Was machst du? Sachen in die Luft jagen. Toll. Ich habe mich mit der Explosion angekündigt. Ich habe mir gedacht, wenn Ankündigung, dann richtig. Leute, ich bin gleich da.
Ja, warte kurz. Gleich bin ich da, gleich. Eine Sache von Stunden. Nein. Was machst du? Ich hab gedacht, da geht's runter. Links und Mitte. Ja, links. Ich glaube, musst du erstmal links anfangen, oder? Oder hier in Mitte anfangen. Alles ist möglich. Ich habe eigentlich nach links gehabt. Aber ich glaube, das sieht hier vorteilhafter aus. Wir müssen diese Drähte überbrücken, um den Strom umzuleiten. Oh oh. Jetzt ist Harry angesagt. Ja, komm. Harry. Bis das da oben ist, locker. Oh, so locker. Ja, doch, war schon. War alles machbar. Ja, weil ich's gemacht habe. Ja. Dann weißt du, was du hören willst? Ja. Dass du der Beste bist. Genau. Oh. Aber höre ich ja schon häufig. Permanent, Lim. Permanent. Mir geht's schon eigentlich schon auf den Senkel, so oft höre ich das. Gut, ich werde es mir in Zukunft sparen. Weißt du, was ich nicht mehr zu dir sagen werde? Oh, verdammt. Halt euch bereit. Da oben soll das ziemlich interessant werden. Na hoffen wir es doch. Dafür sind wir da ja da. Dafür sind wir da. Auf geht's. Auf geht's. Schui! Auf Zug geht's. Dün. Oh. Ein Schneewader. Oder ein Waderman. Hä? Wadermann. Schneemann. Aber der. Ja, aber er ist auch Schnee. Nur noch eine sehr große Karotte für sein Lichtschwert. Für sein Lichtschwert. Hier kann man er hat ja keine Nase mehr. Ja, das stimmt schon. Ja, ist richtig. Wir müssen übrigens 4 Fahnen zusammenbauen. Sehr gut. Ach, wir schleichen gerade. Oh. Oh, da sind. Oh, was ist das? Gut. Was ist das? Suchen. Schon wieder runtergefallen. Das sind neue AT-AT. Ja, stimmt. Sieht aber cool aus. Die sehen komisch aus. Da konnte man 2 Sachen wieder zusammenbauen, gell? Ja. Ah, wir können den da drüben abwerfen. Mit Schnee. Boing. Jetzt erst Boink. Oh. Einfach versenkt. Achso, ich brauche. Ich, ich dachte, du bist am Bauen. Ein Föhn. Ein Föhn, ja. Damit besiegen wir die da. Oh ja. Minikit! Das war leicht. Ha! Bestes Fortbewegungsmittel. Ja, so ist man tatsächlich schneller. Wow, ist man schnell damit. Das ist Kung Guck Fu. Dir das an. Habt ihr Kung Fu Panda 3 gesehen? Daran erinnert mich das gerade sehr. Pandas bewegen sich nämlich auch nur durch Rollen fort. Kein okay. Problem. Wann hast du Kung Fu Panda 3 gesehen? Tja, das wüsstest du wohl gerne. Ja. Du hast die Gasmaske, lieber Finn. Stimmt, das vergesse ich immer, dass der ja durch sowas durch kann. Da war ja was. Vorsichtig. Erstmal wieder Gasmaske abnehmen. Und ich warte. Oh, da kann man runterrutschen. Warte. Pass auf! Oh mein Gott, der Mynok. Der war zur falschen Zeit am falschen Ort, definitiv. Siehst du, was du kaputt machen musst? Nope. Also nicht das, was wo ich irgendwie weiterkomme. Ja. Da bin ich zu schwach für. Du bist, glaube ich, schon dran vorbeigelaufen. Meinst du? Ja, ich glaube, das war dieses runde Teil, das an den Rohren dran ist. Okay, also Treppen nach oben rollen funktioniert schon mal nicht so grandios. Mhm. Nicht das, was du mit der macht, sondern direkt daneben links. Ach, da ist noch was. Das da? Ah. Nein. Okay. Dann musst du nach unten. Dann lassen wir es mal fallen. Hier ist gar niemand da unten. Ach, da kannst du wieder hoch. Okay. Gott schon. Ich dachte, ich sehe es aber, was ich machen muss. Jawoll, endlich mal wieder kämpfen. Da geblieben. Oh, hat er gerade das. Ah, da brauche ich jetzt das. Okay, da brauche ich jetzt das andere Drehling. Okay. War auch nicht das, was ich. Ah, da ist es. Ah. Jetzt kommen wir der Sache doch näher. Nein, du sollst es doch da reintun. Oh, Finny. Finny. Finny kann doch nicht so schwer sein. Ja, Finny, jetzt geh doch mal. So. Damit der Len hier auch mal mit kann und mir helfen kann. Ah. Das hinten sieht aus wie Sauer ins Auge. Das sieht man jetzt gerade nicht mehr. Da, jetzt sieht man es wieder. Was? Naja, hinten sieht aus wie Sauer ins Auge, wie dieser Strahl. Ach so. Na gut. Und hoch, und hoch, und hoch. Und circa mal. Diesmal bitte keine Lawine aus. Nee, diesmal schalten wir nur das Repulser-Ding da oben aus.
Nee, wir haben bloß Bauteile bekommen dafür. Oh, wir bauen mal wieder. Yay, Mini-Eye-Wing. Eye-Wing? Schneegleiter. Schon eher. Aha, der Klassiker. Schau, schön die eigenen abschießen, komm. Ja. Oh, Chance vertan. Aber zumindest ist er beschäftigt. Ich schwing mich mal. Ach, schwingen? Ah, das muss man von da machen. Wir werden schon einen Weg für dich, Joey. Wieso wird der Chewbacca immer noch angezeigt? Chewbacca hat es doch schon gemacht gehabt. Verstehe ich nicht. Ach, wo ist denn der Weg für Chewbacca? Das überschreitet dann doch meinen Horizont. So. Hat mir eigentlich begrüßt von ein paar Parts? Bin gar nicht so sicher. Weiß es nicht mehr. Ja, ja. Hatten wir begrüßt? Okay, okay. Okay. Ja, ja. Hatten okay, wir. Hatten wir. Hatten wir. Dann schießen wir mal oben drauf. Da hat Chewbacca auch schon drüber. So, muss man mehrfach drauf schießen. Ja. Ah. Jetzt haben wir es kaputt gemacht. Das ist blöd. Jetzt läuft da Wasser durch und. Gefriert und dadurch entsteht eine Brücke. Cool. Das ist absolut sicher. Ja, ja, ja. Ja. Absolut. Klar, es ist absolut sicher. Also, Brate, ich werde mal Eier. Zumindest hoffe ich, dass es Eier sind. Das kannst du nicht tun. Klar kann ich das. Siehst du, ich habe eine Bratpfanne. Hilf mir hier mal, Junge. Eine Bratpfanne. Mach, bau halt. Ich wollte sie nicht unterbrechen in ihrem Gelaber. Ach so. 3, 5, 4. Verdammt, wir haben einen übersehen. Meinst du? Ich vermute es fast. Ich glaube nicht. Da brauchen wir den Feuerkerl. Ja, ich glaube, wir haben noch keine übersehen. Ich hoff's. Kaputt machen, nochmal bauen. Ja, kaputt machen, nochmal bauen. Das zählt leider nicht. Kann man den da oben eigentlich auch? Ne, da fliegt er einfach weg. Okay. Einmal Chewbacca bitte. Nochmal. Ja, mehr. Mehr Explosion. Oh Gott. Also das war... ich bin der Bratpfanne, wie schön. Aber irgendwie gibt's da Leute, die besser damit kämpfen. Da ist doch die letzte Fahne. Wenn wir sie öffnen können. Also Rapunzel ist irgendwie gefährlicher mit der Bratpfanne. Übrigens ein sehr schöner Film. Du hast geholt? Ja, wunderbar. Minikit. Le Minikit. Le Minikit, dann mache ich hier nochmal schnell was. Dann darf ich nochmal eine Runde rätseln. Und? Ja, wow. Jetzt. Wow. Gäh. Hätte gar nicht gedacht, dass ich so toll rätseln kann, oder? Nee. Da siehst du mal, da siehst du. Oh, die haben wir doch schon alle gehabt. Ja, der geht kaputt. Oh. Ich baue mal rechts. Ist egal, wie. Achso, okay. Muss ich an jeder, glaube ich, einer dranhängen. Außer du könntest es jetzt noch irgendwo hinten machen oder so. Glaube ich aber nicht. Ich konnte mich nicht dran festhalten. Das ist nicht meine Schuld. Aber Ruby ist halt da. Halt doch die Sprungtaste gedrückt. Hatte ich. Ich weiß nicht, warum es nicht geklappt hat beim anderen. Ich dachte ja, es würde funktionieren, aber das war leider nicht ganz der Fall. Ah, du musst, weil ich muss in der Mitte aufspringen wahrscheinlich. Schneller! Das war so nicht geplant. Da stand, dass Chewie machen soll. Ja, und aber da war da noch nichts zu machen. Ja, er durfte die Explosion noch nicht auslösen. Der Part von Lego Star Wars, das Erwachen der Macht, ist leider auch schon vorbei. Zum nächsten Part kommst du, wenn du auf das bereits laufende Video klickst. Natürlich würde es mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, dann verpasst du in Zukunft garantiert keine Videos mehr von mir. Und natürlich lohnt es sich auch immer auf meinen Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram Seiten vorbeizuschauen. Die Links zu denen und natürlich auch zum Kanal vom Len16, der das Ganze hier mit mir spielt, findest du in der Videobeschreibung. Jetzt wünsche ich dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus!